Wie wahrscheinlich viele von euch habe ich im Augenblick Probleme, einen vernünftigen Haarschnitt zu bekommen. Aber das soll mich nicht davon abhalten, ein weiteres Video zu machen. Heute möchte ich euch die Guinan Flying Officer zeigen. Die Uhr unter dem Namen gibt es nicht mehr. Das Nachfolgemodell der Pilot Officer ist sehr, sehr ähnlich und weiterhin verfügbar. Diese Uhr ist die vorläufig letzte aus meiner kleinen Guinan-Serie. Das heißt aber nicht, dass in Zukunft nicht noch weitere Guinan-Uhren-Videos hinzukommen werden. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Hallo und willkommen zu WatchMax des Uhrenvideos mit dem Schwerpunkt deutsche Uhrenmarken. Mein Name ist Axel und ich freue mich, dass du heute reingeklickt hast. Falls ihr meine Videos mögt, euch für deutsche Uhrenmarken interessiert, jetzt wäre ein perfekter Zeitpunkt, meinen Kanal zu abonnieren. Ihr könnt das tun unten rechts während des gesamten Videos, oben rechts am Ende. Und macht die Glocke noch an und ihr verpasst keines meiner zukünftigen Videos. Aber jetzt direkt zur Uhr. Die Uhr ist wasserdicht bis zu 10 Bar, was 100 Metern entspricht. Hat einen Durchmesser von 37,5 mm, eine Höhe von 14 mm, einen 20 mm Bandanstoß sowie ein Gewicht ohne Band von 67 Gramm. Die Guinan Flying Officer ist ein Modell gewesen mit unterschiedlichen Varianten. Ursprünglich bestand die Flying Officer aus einer Uhr mit einem 24-Stunden-Ziffernblatt. Weil das aber nicht ganz so leicht abzulesen ist und auch etwas ungewöhnlich ist von der Handhabung her und von der Leichtigkeit des Ablesens, kam danach dann die Flying Officer mit einem 12-Stunden-Blatt, allerdings als Handaufzug. Die Uhr, die ich euch heute vorstelle, ist die Flying Officer mit dem 12-Stunden-Blatt und Automatikwerk. Diese Uhr wurde nach einiger Zeit nicht mehr angeboten, es war eine limitierte Auflage. Das Nachfolgemodell, der Pilot Officer, sieht auf dem Ziffernblatt nahezu identisch aus, hat nahezu identische Maße, nein, hat exakt identische Maße und wird weiterhin angeboten. Ich halte diese Uhr für eine sportliche Uhr. Chronographen sind per se eher sportliche Uhren, allerdings eher Richtung Dresswatch, sowohl was die Aufgeräumtheit und das dezente Ziffernblatt betrifft, als auch die relativ geringe Größe, die es erlaubt, die Uhr in meinen Augen problemlos auch zum Anzug und unter einem Hemd zu tragen. Ich möchte euch die Uhr jetzt gerne im Detail etwas vorstellen. Die Stoppsekunde erfolgt aus dem Zentrum heraus. Auf der 3-Uhr-Position ist der 30-Minuten-Zähler, auf der 6-Uhr-Position der 12-Stunden-Zähler der Stoppzeit und auf der 9-Uhr-Position ist die permanent laufende Sekunde. Die Uhr hat gut erkennbare, breite Zeiger und ein sehr aufgeräumtes, gut ablesbares Ziffernblatt. Die Drücker und die Krone sind nicht geschützt, sodass die Uhr ein klein wenig zurückhaltend wirkt und nicht so sportlich und massiv wie Uhren mit entsprechendem Schutz an Drücker und Kronen. Das Saphirglas selber ist leicht gewölbt, ist nicht komplett plan und die Seiten, das Gehäuse sind poliert. Der Schriftzug Flying Officer über dem Totalisator auf der 6-Uhr-Position deutet auf das limitierte Modell hin. Das aktuelle heißt Pilot Officer und der Schriftzug ganz unten unterhalb der 6-Uhr-Position hergestellt in Deutschland ist in dem neuen Modell ersetzt durch Frankfurt am Main. Thank you.
Nachfolgemodell, die Pilot Officer, ist aktuell verfügbar für 1.790 Euro am Lederband. Ein Stahlband mit integrierten Anstößen gibt es nicht. Es gibt Stahlbänder mit geraden Anstößen, aber dann hat man die Lücke zwischen Stahlband und Gehäuse. Nicht jeder mag das. Es ist auch nicht so ganz mein Fall. Die Uhr hat vorne sowohl als auch hinten ein Saphirglas und in dem Nachfolgemodell ist entweder ein Baljoux 7753 oder aber ein Sellita SW 510 verbaut. Guinan legt sich hier nicht fest, sondern hält sich die Option offen, eines der beiden Werke zu wählen, je nach Verfügbarkeit.